Sie stehen da vor der Wand, an der Wand hängt irgendwie der Spiegel. Und Sie wollen sich irgendwie ganz in dem Spiegel sehen. Ich habe Ihnen ja gesagt, es geht nicht bloß darum zu zeigen, dass der Spiegel gerade eine halbe Körpergröße hat, sondern es geht auch darum, sich zu überlegen, wo der aufgehängt ist. Geben wir mal diesem Männchen eine gewisse Körpergröße. Die bezeichnen wir mal mit H oder so, ja. Die geht von zwei markanten Punkten natürlich, ist diese Größe H zu rechnen. Nämlich von der Fußspitze bis zum Scheitel. Hier haben wir die Fußspitze, die nennen wir, die kriegt einen Punkt, die bezeichnen mit F. Und der Scheitel kriegt den Namen S. Und Sie sehen, wir machen genau das, was wir in der Geometrie immer machen am Anfang. Wir führen Bezeichnungen ein, damit wir darüber sprechen können. Die Körpergröße ist dann nichts anderes als die Länge der Strecke FS. Ja, nehmen Sie an, dass der sozusagen mit dem Scheitel genau unterhalb, überhalb der Fußspitze ist. Ja? Das ist jetzt hier ein bisschen nicht so gut gezeichnet. So, jetzt gibt es ja noch einen markanten Punkt, nämlich das Auge, mit dem wir sehen. Das kriegt auch noch einen Buchstaben. Da ist schon ein Punkt. Buchstabe E für Englisch Eye. Ja. Sie gestatten, dass ich das einfach so dahinter mal schreibe. Meint das Auge. So, dann haben wir alles, was wir brauchen, und die Vermutung steht ja schon in der Aufgabe, die können wir nochmal formulieren. Die Länge des Spiegels ist ein halb Körpergröße, nämlich ein halb H. Verpasst man der Spiegellänge auch gleich eine Abkürzung, nämlich klein l, dann haben wir nichts anderes zu zeigen, dass l ein halb h ist. Jetzt haben wir ja die Wand vor uns, und wenn wir sozusagen parallel zum Boden, also das heißt senkrecht zur Achse, der Körperachse, dann bekomme ich einen Schnittpunkt mit der Wand, den nenne ich, selbstverständlich irgendwie S'. Entsprechend bei der Fußspitze genauso, da brauche ich gar nichts mehr einzahlen, die Parallele ist schon da. Sozusagen den Schnittpunkt des Lotes durch die Fußspitze F, also Lotes zur Körperachse durch die Fußspitze F mit der Wand, bezeichne ich mit F'. So, und beim Auge machen wir das genau gleich. Sie wollen ja auf jeden Fall, wenn Sie sich ganz im Spiegel sehen wollen, dann wollen Sie natürlich von dem Scheitel, stellen Sie sich vor, Sie gehen irgendwie samstagsabends weg, Sie haben sich aufgebrezelt, dann wollen Sie natürlich sehen, wie Sie aussehen, stellen Sie sich vor den Spiegel, dann ist es ganz schlecht, wenn Sie sozusagen Ihren Scheitel nicht sehen können. Wir können aber sofort sagen, nach Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel,
Oberer Aufhängungspunkt. Ja, Sie wollen ja den Scheitel gerade noch erkennen. Wo muss die obere Aufhängung des Spiegels sein? Geben wir der oberen Aufhängung gerade mal einen Namen. Den nennen wir groß A. Wo muss der sein? Hier haben wir den sozusagen ausfallenden Strahl. Vom Scheitel kommt ein einfallender Strahl. Aber genau in der Mitte muss dieser Punkt sein. Okay. So groß. Ja. Jetzt müssen wir den unteren Aufhängepunkt, den müssen wir auch noch finden. Der untere Aufhängepunkt, also da, wo der Spiegel endet, der muss so sein, dass Sie da, wenn Sie da in den Spiegel schauen, in den äußersten Rand unten, da müssen Sie gerade noch was erkennen. Also Sie wollen natürlich sehen, ob Ihre Schuhe sauber sind, wenn Sie abends, Samstagabends rausgehen, also Ihre Fußspitze wollen Sie erkennen. Also die Lichtstrahlen, die von F kommen, müssen direkt in Ihr Auge fallen. Genau. Also irgendwo hier. Das ist B. Und jetzt können wir die Lichtstrahlen einzeichnen. Ich fange mit dem einfallenden Strahl an. Und dann zeichne ich den entsprechenden ausfallenden Strahl hoffentlich ins Auge. Also in der Mitte zwischen der Strecke F-E-. So, jetzt haben wir alles. Wir wissen ja, die Länge des Spiegels ist nichts anderes als die Strecke, die Länge der Strecke AB. Oder Sie können auch sagen, AB, die Länge der Strecke AB muss, wir wollen zeigen, dass das gerade ein halb FS ist oder F-S-. Ich zeige Ihnen das nochmal ein. Hier haben wir ja das L. Können wir dieses L irgendwie ausrechnen mit dem, was Sie hier auf dieser Wand für Strecken haben? Als eine Differenz? Na, schauen Sie doch. Hier oben haben Sie das L. Das ist die Strecke BA. Und die können Sie doch ausrechnen. Hier haben Sie F-S-. Das ist genauso gut wie FS. Ja? Minus S-A minus F-B. Das wäre das L. Einverstanden. Ja, ich schreibe es einfach mal so hin. Das ist AB. Und das können Sie ausrechnen, indem Sie das H nehmen und dann entsprechend, ja, Sie haben die Zeichnung vor sich liegen, das, die Strecke F-B abziehen, F-A. Wir haben den unteren Aufhängepunkt, F-B war gut, okay, haben wir es so genannt, ja.
minus S-A. So, also die nennen wir mal, benennen wir mit Stern. So, und jetzt müssen Sie bloß noch eintragen, was das alles ist. Ja? So, F-B, ja, schauen Sie genau hin. Das ist nichts anderes, das hatten wir ja vorhin schon beobachtet. Das ist 1/2 FE oder ja genau 1/2 FE. Wegen Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Und S-A, das war 1/2 SE. Auch wieder wegen Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Und Sie können natürlich das H auch ausdrücken, indem Sie FE plus SE bilden. So, alles in Stern einsetzen. AB. Ja, setzen wir es ein. Das ist FE plus SE. Also und dann ziehen wir 1/2 FE ab. Und wir ziehen 1/2 SE ab, ja, das ist ja dieses S-A. Ja, Moment. Da haben wir die Gradierung. 1/2 SE. So, dann können Sie 1/2 ausklammern. Und es steht eigentlich schon da. Sie sehen das ja schon. Und jetzt können wir es wieder rückgängig machen. H minus 1/2 H ist gleich 1/2 H. Das war das, was wir zeigen wollten. Und wir wissen jetzt auch genau, wo wir den Spiegel aufhängen müssen. Ja, ein Spiegel der Länge, halbe Körpergröße von Ihnen, müssen Sie aufhängen. Genau, wenn Sie vor der Wand stehen, dann machen Sie so ein kleines, stellen sich dicht an die Wand, machen so ein kleines Zeichen, wo Ihr Kopf endet. Und dann stellen Sie sich so daneben, machen ein Zeichen, wo Ihr Auge endet. Und genau da in der Mitte, da in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten, ist der Aufhängepunkt. Natürlich wird das in der Zeit anders beschrieben. Ja? Also wenn Sie da die Lösung von der Zeit anschauen, die ist natürlich sprachlich, ja, vom Herrn Drösser. Aber hier haben wir es mit Mathematik gezeigt. So, jetzt sind wir schon ganz schön weit. Jetzt können wir nämlich uns gleich an das Postulat 6
auf das Postulat 6 stürzen. Vom Euklid. Also der Ausgangspunkt für die Perspektive, das war das, was wir vorhin uns auch überlegt haben. Das ist der scheinbare Schnitt paralleler Linien im Unendlichen. Und da hatten wir vorhin das Bild mit diesen Bahnschienen. Also irgendwie nochmal so. Und so weiter, Sie wissen es ja. Die Abstände werden da immer kleiner. Ja? Das war der Startpunkt für die Perspektive. Offensichtlich haben das die Griechen schon gut beherrscht. Ich habe Ihnen dieses Beispiel mit dem Theatervorhang da mitgeteilt. Dann war in Europa dunkles Mittelalter. Sie wissen ja, ich habe letztes Mal schon darüber gesprochen, die Sache mit den ganzen Verbrennungen, die da stattfanden und so weiter. Wer da irgendwie ein dickes, altes Buch gelesen hat, der kam dann gleich irgendwie auf den Scheiterhaufen. Schlimme Zeit, dadurch wurde das Wissen, geriet in Vergessenheit und erst in der Renaissance, als sich so, ja, so ein bisschen die, ich sag mal, das Klima etwas änderte von den Naturwissenschaften her, dann auch von der Kirche her, wurde dieses Wissen wiederentdeckt. Und Sie erinnern sich an diesen einen Italiener, den hatte ich das letzte Mal schon genannt, Della Francesa. Leonardo da Vinci. Dann auch noch Dürer in Deutschland, die sich da irgendwie verdient gemacht haben. So, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und freue mich auf Sie am letzten Dienstag.